Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liberale Demokratien leben vom bürgerschaftlichen Engagement, zivilgesellschaftlicher Verantwortung und couragierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf Basis gemeinsamer demokratischer Werte unseres Verfassungsbogens im Sinne von Selbstbestimmung, Bürgerrechten und Freiheit einsetzen. Das finden wir sehr gut. Insofern sind plebiszitäre Elemente in demokratischen Entscheidungs- und Willensbildungsprozessen auch ein unverzichtbares Element für eine lebendige demokratische Teilhabe und Partizipation. Die Fraktion der Freien Demokraten hat daher einen Antrag in das Abgeordnetenhaus eingebracht, der Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern bei Volksbegehren und Volksentscheiden stärken möchte. Wir beanspruchen für den Inhalt nicht die unmittelbare Urheberschaft, aber dort, wo sinnvolle und vernünftige Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt angestrebt werden, gehen wir gerne gemeinsam ein kleines Stück gemeinsam in die gleiche Richtung. Das Ziel unseres Antrags ist der verbindliche und verlässliche Ablauf von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden. Mit dem ersten Punkt beantragen wir, dass eine Nachbesserung eines Volksbegehrens zulässig ist, solange der Kern des Anliegens erhalten bleibt. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt und auch in der Gegenwart, dass Chancen auf einen Kompromiss aus formalen Gründen unnötig verwehrt bleiben. Das wollen wir ändern, denn Kompromisse sind ein zentraler Wesenskern des demokratischen Wettstreits um die beste Lösung. Wir beantragen zudem, den § 15 des Abstimmungsgesetzes mit einer zeitlichen Frist zu ergänzen, in der die amtliche Kostenschätzung durch den Senat vorgelegt werden muss. Diese Ergänzung ist angebracht, da es hier bei den letzten Initiativen zu starken zeitlichen Verzögerungen kam, die die zeitliche Planung sehr erschwerten. Ein weiterer und wichtiger Punkt, die bisherige Kann-Regelung zur Fristverlängerung. Bisher ist es so, dass diese Frist von 4 auf 8 Monate verlängert werden kann, wenn in diesem Zeitraum Wahlen oder andere Volksentscheide zur Abstimmung anstehen. Dieses soll in Zukunft die Regel sein. Diese Änderung hilft Initiativen und zivilgesellschaftlichen Gruppen, der Bedeutung der Mitbestimmungsmöglichkeiten der Abstimmung gerecht zu werden. Sie ist auch im Hinblick eines effizienten Einsatzes der Steuermittel geboten. So können durch diese Verfahren erhebliche Kosten eingespart werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Volksentscheide sind für eine lebendige Demokratie ein wichtiges Element der Bürgerbeteiligung. Sie sind ein Weg, um uns Politikerinnen und Politiker aufzuzeigen. Engagement in demokratischen Strukturen lohnt sich und kann etwas bewegen. Bürgerschaftliches Engagement und zivilgesellschaftlicher Einsatz sind für eine demokratische Gesellschaft auch im direkten Wege möglich. Volksentscheide helfen der repräsentativen Demokratie. Sie helfen uns Parlamentariern, wichtige Themen zu adressieren, deren Relevanz durch entsprechende Unterstützung in der Bevölkerung aufgezeigt wird. Gerade in dieser Zeit, in der sich immer weniger Menschen durch die Politik vertreten fühlen, sollten wir jede Möglichkeit nutzen, der demokratischen Einflussnahme zu stärken und aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Nicht ministerielle bürokratische Prüfschleifen und staatliches Handeln sollen ein Verfahren dominieren, sondern das Anliegen selbst im Mittelpunkt stehen. Wer feststellt, dass ein Anliegen im Rahmen von Volksinitiativen ernst genommen wird, dessen Verständnis und dessen Vertrauen in die demokratischen Institutionen steigt. Gerade dieses praktische Erleben stärkt den Parlamentarismus und die Demokratie und es entlarvt rechte Trittbettfahrer. Diese Chance sollten wir nutzen und deshalb dazu beitragen, dass es zu einem konstruktiven Miteinander zwischen repräsentativer und direkter Demokratie kommen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, ich bitte um Unterstützung für unseren Antrag.